Vielleicht ist es über deine Frau und so. Sagst du jetzt den Machiavelli? Du kennst die Geschichte, wo Machiavelli herkommt, ne? Erzähl das kurz. Das hat, ja, ich hab's mal gelesen, man hat mir irgendwann erzählt, aber es ist gerade nicht abrufbar. Höchstens durch dich. Ja, Machiavelli ist inner, soweit ich verstanden habe, relativ früh in der Zeit und hat praktisch erklärt, wie man Leute erfolgreich mit einfachen Regeln unterdrücken kann. Ah ja. Und irgendwie der Tupac hat sich dann irgendwie so genannt, glaube ich, Machiavelli, oder hat ein Lied davon gemacht. Ja. Und der Machiavelli ist in der Verschwörungstheoretiker-Ebene schon ein Begriff. Ja. Also aus verschiedenen Gründen. Das war kein Pups, das war mein Fuß. Ja, ja. Genau. Ja, dann lass halt mal den Machiavelli. Männer, meine Brüder, willkommen bei einer weiteren Iteration der MGTOW Legends Reihe. Heute habe ich das Video The World, Not All Women Are Like That von Barbarossa übersetzt. Den Link zum Video sowie zum Channel von Barbarossa findet ihr wie immer in der Infobox unter diesem Video. Das Akronym The World steht für Not All Women Are Like That. Zu Deutsch etwa, nicht alle Frauen sind so. Ist doch so wie bei hier der Schuhputzer hier, wie heißt der denn nochmal, die amerikanische Serie, wo der mal so da sitzt. No, ma'am, hat der doch seinen Verein genannt. Schuhputzer, genau. Ich habe heute schon oft an El Bundy gedacht. Genau, El Bundy, da, no, ma'am, genau. El Bundy. Genau, er war doch schon. Hätte ich nie geguckt, das fand ich immer schlimm. In diesem Channel wird das Verhalten von Frauen in der Allgemeinheit untersucht. Die Beziehung von Frau zu Mann und Frau zu Staat wird einer genaueren Betrachtung unterzogen. Insbesondere, wie Frauen diese zu ihrem eigenen Vorteil und zum Nachteil der Männer ausnutzen. Wenn ich in einem meiner Videos davon spreche, dass alle Frauen so sind, so handelt es sich hierbei um eine Generalisierung. Ein Beispiel für eine ähnliche Generalisierung wäre die Aussage: Männer sind größer als Frauen. Nur weil du letztens eine 2-Meter-Frau im Supermarkt gesehen hast, entkräftet das die Generalisierung nicht. Ganz recht, wie urteilen wir über Frauen als Ganzes? Denn die Anzahl der Frauen, welche nicht so sind, ist verschwindend gering, wie das Verhalten der meisten Frauen in den letzten 50 Jahren gezeigt hat. Frauen haben das Verhaltensmuster an den Tag gelegt, die Verantwortung für den Feminismus auszuweichen und ultimativ den Männern hierfür die Schuld in die Schuhe zu schieben. Genau dieses Verhaltensmuster werden wir in Zukunft mehr und mehr beobachten können, da immer mehr Frauen aufgeht, dass der Feminismus für sie persönlich negative Konsequenzen hat. Diese Frauen werden sich an die Männer wenden und behaupten, sie hätten mit dem Feminismus nichts zu tun gehabt. Und eine Ward wird ihre Ausrede sein. Ihr werdet den folgenden Trick stets sehen, wenn sich eine der Antifeministinnen zu Wort melden will. Sie wird die Schuld einzig und allein beim Staat sehen und sagen, dass Männer und Frauen nun zusammenarbeiten müssten, um die Schäden des Feminismus in der Gesellschaft zu korrigieren. Aber Feminismus mit all seinen staatlich sanktionierten Implementierungen wäre ohne die Der behauptet, dass man in der Zukunft sehen wird, dass Frauen Ex-Feministinnen, hä? Das ist krass. Also ich verstand es so, dass er im Grunde alle ausschließt. Also entweder war eine doppelte Verneinung oder was auch immer. Künstlerschaft, der Mehrheit der Frauen nicht möglich gewesen. Ganz recht. Ich sagte Mehrheit der Frauen und nicht die Mehrheit der Feministinnen. Ich mach das nochmal kurz. Denn die meisten Frauen identifizieren sich. Ja, ich kapiere. Um die Schäden des Feminismus in der Gesellschaft zu korrigieren. Sie wird die Schuld einzig und allein beim Staat sehen und sagen, Staat? Beim Staat suchen und sagen, dass Männer und Frauen nun zusammenarbeiten müssten, um die Schäden des Feminismus in der Gesellschaft zu korrigieren. Ja, was richtig gut ist. Ja. Wäre ja richtig. Ja. Findet er jetzt irgendwie nicht. Aber Feminismus mit all seinen staatlich sanktionierten Implementierungen wäre ohne die Komplizenschaft der Mehrheit der Frauen nicht möglich gewesen. Ganz recht.
Ich sagte Mehrheit der Frauen und nicht die Mehrheit der Feministinnen. Denn die meisten Frauen identifizieren sich nicht als Feministinnen. Trotzdem werden sie nicht bereit sein, auch nur ein Jota von ihren Privilegien abzugeben. Ja, es ist wichtig, dass Männer und Frauen zusammen den Feminismus hinter sich lassen. Aber Männer tun gut daran, diese Wahrheit niemals zu vergessen. Denn sobald dies geschieht, wird sich die widerliche Fratze des Feminismus erneut erheben. Ich persönlich halte die Award-Ausrede für heimtückisch wie gefährlich. Nicht zuletzt schon deswegen, weil Frauen dies stets nur auf ihr eigenes Geschlecht beziehen und nicht auch auf Männer ausweiten. Denn lasst uns hier nicht die Geschichte umschreiben. Eine Hashtag-Aufschrei-Debatte, bei der ein vermeintlich sexistischer Kommentar eines Mannes abgegeben wurde, führte zu unzähligen Artikeln, Sondersendungen und Diskussionsrunden, bei der das ganze männliche Geschlecht als sexistisches, rein triebgesteuertes Tier dargestellt wurde. Welches nur aus Angst vor einer Gefängnisstrafe nicht umherzieht und eine Frau nach der anderen vergewaltigt. Männer, vergesst diese ekelhafte Wahrheit niemals. Und an die ein oder andere Frau, die sich in meinen Channel verirrte. Dieser Channel ist exklusiv an Männer gerichtet. Wenn du dir dennoch die Videos anschauen und einen Kommentar geben möchtest, dann halte dies bitte strikt am Thema. Jeder, das heißt inklusive der männlichen Kommentatoren, der die Award-Ausrede benutzt, erhält eine Verwarnung und danach werden weitere Kommentare ohne ein weiteres Wort gelöscht. Sollte ein User dieses Verhalten wiederholen, so werde ich diesen auf meinem Channel blockieren und sein Abo meines Channels beenden. Und an jede Frau, welche immer noch der Meinung sind, sie wäre diese mythische Award. Ist es euch wichtig, dass euer Partner im Job erfolgreicher ist als ihr? Und ist es euch wichtig, dass euer Partner größer und stärker ist als ihr? Sollte die Antwort auf diese Fragen ja lauten, bist du, ja genau du, nur ein parasitäres Kind im Körper einer erwachsenen Frau, das in seiner kindischen, dümmlichen Art von einem geeigneten Wirt träumt, damit er endlich ankommen kann, eine Scheiße. Wie Frauen so gerne sagen. Übersetzt heißt dies nichts weiter als befreit sein von Nachdenken und Verantwortung, allen voran für das eigene Leben. Ich weiß, Gerechtigkeit und Ehre sind ausschließlich männliche Tugend. Meine sind jetzt, ruhig kommt mir vor wie ein finsterer Hagel von Unterstellung. Ich sehe jetzt sowieso nicht so weit. Ich habe noch nicht mal die Hälfte kapiert von dem, was da eigentlich für ein Problem hat. Das ist krass, oder? Diese Scheißintellektuellen, die keine Fresse zeigen, die sich da an den Titel verstecken. Das Schlimme ist, dass die Intellektuellen nicht mehr gerade ausdenken können, sondern so verschleiert denken, dass sie zum Schluss alle heißen müssen. Das funktioniert doch ja nicht. Mhm. Nee. Aber nehmen wir mal nur zum Spaß, und auch wirklich nur zum Spaß an, dass du diese Qualitäten ebenfalls besitzen würdest. Dann bitte, ja, wirklich bitte, erkläre mir, warum dachtest du bei den Belästigungen in der Silvesternacht in Köln? Die arme Frau. Aber nicht die armen Männer. Wenn du eine beliebige Kriegsdokumentation siehst, warum duldest du es, dass deine Schwestern und deine Freundinnen ihren Männern Kinder unterjubeln? Mit der Ausrede, oh, da scheint die Bilder nicht funktioniert zu haben. Warum duldest du dies nicht nur, sondern rechtfertigst dies auch noch damit, dass Männer ja Selbstschutz seien, wenn sie dich selbst verhüten? Ja, als ob auch nur eine von euch scheinheiligen Schwestern es akzeptieren würde, in einer mehrjährigen Beziehung mit einem Mann zu sein, welcher euch ins Gesicht sagt, dass er euch in Sachen Verhütung nicht vertraut. Warum findest du es richtig, dass ein Mann, welcher seine Frau zur Abtreibung nötigt, wegen des Mordes am Ungeborenen angeklagt werden kann, während eine Frau sogar noch von der Krankenkasse diesen Mord finanziert bekommt? Warum findest du es richtig, dass ein Mann rechtlich dazu genötigt werden kann, sein erarbeitetes Vermögen mit dir zu teilen, du ihm aber Sex vorenthalten kannst? Warte mal, wenn, dann machen wir halt gleich richtig, denn jetzt gucken wir uns das erstmal an, weil ansonsten bringt das ja ja nichts. Eine wundervolle Landschaft. Wenn ich mir deinen Kommentar noch dazu anhöre, oder über eine Stunde, dann weiß ich ja, dass es ein Hasskommentar war, weil ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr gut verstehen kann. Du, jetzt lass uns das einmal durchzerren, damit wir uns hier... Du sprachst gerade von Unterstellungen. Wird er nicht, ja? Genau wie du, Nein heißt Nein sagen können? Nein darf er nicht. Denn das wäre ja verbale Gewalt. Sex sagen, oder wie? Und Unterdrückung. Und? Alles Schwarzgeld, bitte hilf mir. Das böse Patriarchat ist unterdrückt. Warum findest du es zum Totlachen, bestenfalls erbärmlich, wenn ein Mann sich ein Sextoy kauft? Zum Beispiel eine Taschenmuschi.
Schuh aber sofort aggressiv ist, wenn jemand ein Dildo-Witz über Frauen reißt. Warum findest du es korrekt, dass der Staat für Frauen aufkommt, welche bewusst Kinder in die Welt setzen, von denen sie wissen, dass sie sich diese nicht werden leisten können? Wo sind die Proteste dagegen? Ich muss noch dazu sagen, falls du es am Anfang nicht mitbekommen hast, der liest eine Übersetzung vor von einem Text. Ach so. Von einem amerikanischen Ursprung. Okay, das ist noch nicht mal sein Text, sondern im Prinzip eine Übersetzung eines Textes. Er leiht irgendwem anders seine Stimme, seine Kreativität, whatever, seine Arbeitskraft. Dass ein Mann keinen DNS-Test für sein Kind einfordern kann, ohne die Erlaubnis der Mutter. Ein Kind, welches er im besten Fall 25 Jahre lang subventionieren muss. Seien wir doch mal wirklich ehrlich. Ja, ich weiß, wieder dieses ekelhafte, von Tugend triefende Wort. Die Wahrheit ist, du scherst dich einen Scheiß um Männer. Die einzigen Männer, die dir vielleicht auch nur einen Deut bedeuten, sind deine Söhne und Enkelsöhne. Ja, schon mal weit. Du, Frau, darfst dich gerne weiter belügen. Bei mir nicht so. Ich für meinen Teil habe genug. Und ich, so wie meine MGTOW-Brüder, werden nicht locker lassen, mehr und mehr Männer mit der Wahrheit zu konfrontieren. Wenn ihr Frauen daran etwas ändern wollt, hätte ich einen einfachen Vorschlag für euch. Verpisst euch aus meinem Channel und überlegt euch gemeinsam mit anderen Frauen Lösungen, bevor es endgültig zu spät ist. Erhöht Feminismus. Denn immer mehr Männer wachen auf. Was will er denn nur los? Und immer mehr erkennen, dass es vielleicht nur 5 wurmfreie Äpfel auf der gesamten gottverdammten Apfelplantage gibt. Hä? Ich für meinen Teil bin mit euch fertig. Mit euch und eurem Geschlecht will ich es am wenigsten auf Konzepte wie Gerechtigkeit und Fairness gibt. Das war's, vielen Dank. Und in diesem Sinne, go fuck yourself. Weil ihr habt ja keinen Bock. Habt ihr überhaupt ja keinen Bock, den irgendwie ein Video, Video an Männer zu machen, meine Brüder. Ich hab was Schönes gemacht. Weil das ist ja... Das ist ich bin nur frustriert, was Frauen gegenüber angeht. Aber ich bin nicht deswegen frustriert, nur weil die Frauen sind, sondern das ganze Problem ist, dass eine schiefgegangene Absprache ist. Mein Problem ist als Mann, dass ich einer Frau nicht mehr helfen darf. Der regt mich tierisch auf, nur zu einer Frau schwere Sachen trägt und wo sie freundlich fragst, kann ich dir helfen, dann guckt die dich teilweise so an nach dem Motto, was bist du für inner hier noch, inner so ein Macho oder was? So, da guckst du denn zurück und denkst so, was will die? Und die schärfste war doch hier diese Linkspatriotin da, ich weiß ja immer, wie die hieß, die hat auch so einen krassen Namen. Und die sollte da so ein schweres Ding voll machen, hat sie auch gemacht. Und ich habe mir einfach einen Liegestuhl geholt, mich daneben gesetzt, weil ich genau wusste, über diese eine Schwelle kommt sie mit dem schweren Wagen nicht rüber. Und die hat eine Viertelstunde gebraucht, um mich dann entnervt anzuquatschen. Ey, kannst du mir nicht endlich helfen? Und ich sage, vorher wolltest du meine Hilfe nicht, jetzt brauchst du nicht. Und ich wollte schon fast gehen und dann hat sie gesagt, du, jetzt helf mir bitte. Schafft es nicht alleine. Dann habe ich ihr geholfen und dann denkst du so, wie krank ist denn das? Darauf kommst du doch erstmal ja nicht, dass eine Frau wirklich so stur ist, denkt, sie kann alles alleine machen. Dieser Gemeinschaftstrieb ist selbst bei Frauen vollkommen raus. Das ist das Hauptproblem. Dass Frauen einfach nicht mehr das Gefühl haben, dass sie Hilfe brauchen sollen. Ah, ich bin stark, ich kann das alleine. Aber dass es in Gemeinschaft viel, viel leichter geht und auch viel sinnvoller ist, das schlagen Frauen mittlerweile komplett aus. Und das ist das, was ich zu bemängeln habe an der Frauenwelt, dass die einfach... Aber ey, hier gibt es auch so eine solche Frauen, die übertreiben sind mit ihrer ständigen Hilfe-Dings. Aber ist selten. Sehr selten. Und von den Mädels, die sie jedes Jahr umziehen, habe ich mich sowieso getrennt. Das ist mir echt so doof. Ruf nicht nur an, wenn sie mal wieder umziehen. Toll. Bist du wieder der Hooker? Ja, das ging meinem Bruder immer so. Das ist so. Aber seine letzte Aussprache, seine letzte Absicht, die er gesprochen hat, gibt jetzt sich nicht nochmal um, die hat sich erfüllt. Denn. Ja, bis auf die. Na, eigentlich nicht wirklich. Das war die Hollywood-Schaukel und der Kühlschrank. Das, was nicht verbrannt ist, das hat er dann doch. Ich hätte ihn doch wieder mal. Ja, jeweils. Was war jetzt vorhin noch wichtig zu sagen? Was ist das? Genau, mich gucken Frauen nur verliebt an, wenn sie umziehen. Ha! Jo,
Weil sie die festen Begriffe haben, dass sie das alleine nicht. Habe ich das letzte auch verliebt angeguckt, haben wir nicht bald einjähriges. Das ist mir schon längst zu weit. Aber du müsstest ja nicht umziehen. Ich hatte doch alles dabei. Ja, das stimmt, alles nicht viel. Ich konnte ja sehr lange bis zum nächsten Jahr gar nicht mehr. Oh, der ist an der Schulter was. Gut, wie ist der Knacki? Der Typ hier, der war ja so verbittert, den kann man ja nicht. Niccolò Machiavelli. Ja. Willkommen. Gut, Niccolò Machiavelli, falls du da in den Genuss kommst, hier dir das anzugucken. Du hast auch nur 7 und 3 Abonnenten, also auch nicht viel mehr wie ich. Und ich gebe dir einmal mal einen Daumen runter, weil ich das irgendwie einerseits nicht verstanden habe und diese Bitternis, die du in dir trägst, auf die anderen Männer versuchst zu übertragen. Und glaub mir, wir haben selber schon einiges durch. Und ich will nicht verbittert sein, ich will es nicht. Ich habe einen gesunden Abstand zu Frauen, aber ich habe keinen Bock auf Verbitterung, weil sonst würde ich es alle totschlagen. Und das wollen wir alle nicht, weil Hass zu sehen und ständig diesen ewigen feindlichen Krieg gegeneinander, gegen Frauen, Männer, Kinder werden die Nächsten sein, die böse sind. Oh, das muss ich mir nicht antun, ehrlich. Das tut mir echt leid für dich, dass dein Leben so scheiße gelaufen ist. Aber muss mir das nicht antun. Gut, dir noch viel Freude und versuche nicht hin zu verbittert zu sein, so sinnlos. Gut. Bis denn. Müssen wir noch gucken. Ja, mach.